Hallo und herzlich willkommen zu Mobbles Schatzkiste. Heute habe ich mein schönes Adventure und zwar Alün. Und los geht's. Und das sind wir auch schon in diesem kleinen Spielchen. Was gibt's dazu zu erzählen? Alün. Es geht um Bier. Prost. Das Spiel geht rein ums Bier. Ich liebe Bier. Ja, was soll ich darüber erzählen? Alün ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure in 2D nach der altbekannten Art und Weise, wie man schon von den guten alten Der Segment Dragon oder tiefblaue und Monkey schwarze Island Teilen Inventar liebt der und kennt. Monolithie. Das beschreibt Ich habe einen diese Spiele besonders gefressen. trüben Hölle, genauer Die gesagt, Segment einen Dragon nicht Fluchtabend. so, aber Dort dafür die sei ein Ort, ganzen an dem alle bei einem Umzug schönen, verloren gegangenen Gegenstände tollen, sammeln, unglaublichen archivieren Monkey und Island aufbewahrt Teile werden. und Tales of Außerdem den landen auch Tegel. alle zweiten Socken im Also Ort. Maniac Mansion. Ach, die waren schön. Der Ach, Tiefblaue ich und schwelge Monolithie in sei außerdem. Erinnerung. Na gut. Erstellt wurde das Spiel mit einer hausgemachten Point-and-Click-Development oder Development, wie es auch mal ausgesprochen wird, was weiß ich. Und die heißt Kid 3. Kennt doch jeder. Ein Zettel ist aus dem Buch gefallen. Und man brauchte über ein Jahr für die Es Entwicklung scheint sich hierbei um eine Beschwörung für ein und Portal zu handeln. nochmal 3 bis 4 Monate für die Breitbildversion, die hier unten in der Beschreibung im Download entsteht. Das ist dann die Breitbildversion. Das Spiel ist ja geil, ist ja wirklich komplett kostenlos und das ist halt das Schöne. Was gibt es heute doch noch kostenlos? Alün. Spiel ist auch wirklich sehr witzig, kann man nicht meckern. So, was haben wir denn noch? Ja, mal was zu diesen lustigen Gesichtern zu sagen. Die Hauptcharakter sind die Entwickler des Spiels, die sich hier Du ein? absichtlich zum Trottel Na denn? schieben. Steck mal den Aber es ist wirklich sehr Kontoauszug lustig, was ein. die Hauptcharakter haben bei so einem Spiel. Ne? Den Kontoauszug Ist auch noch in die etwas Kacke? absolute Ja, den Downloadpflicht. Kontoauszug in die Wer Kacke. dieses Spiel nicht spielt, der Und ist selber schuld. wirklich? Es ist wirklich sowas Warum? von witzig Musst? und macht Oh unglaublich ja. Laune. Und wenn man dann, wie ich, noch gern mal ein Dies Bierchen Buch trinkt, war doch gar nicht so schwer, ja. oder? Ein Prost. bisschen eklig war's schon. Dann macht So. das Spiel gleich doppelt so viel Spaß. Hoffentlich passiert auch Nicht stören nichts. sollte man es nicht gerade spielen. Wow. Aber wenn man es Wow. getrunken hat, dann fetzt das schon. Okay, Freunde, dann würde ich mal sagen, auf zu Spiel Nummer 2. So. Haben wir es geschafft. Lust mitzogen. Gibt's ein Bier. So. Lecker. Und da sind wir auch schon beim zweiten Spiel mit diesem grauenhaft fantastischen Namen. Patrimonio. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir springen nun hinein in dieses Spiel. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon. Mittendrin in diesem kleinen knuffigen Spielchen. Es ist wirklich sehr witzig. So, Patrimonium. Was lässt sich darüber erzählen? Patrimonium ist ein typisches Oldschool-Grafik-Adventure. Im Stil vom guten alten Lucas Arts. Schon wieder vom guten alten Lucas Arts Stil. Wie ich es liebe. Also es ist so in der Richtung wie Tales of Tentacle oder Indie 4. Ach. LucasArts, wie vermisse ich dich. Du hast die schönsten Spiele gemacht, bis auf die ganzen Star Wars-Scheiß. Nach den besten Grafik-Adventure, muss ich immer wieder sagen. Ich muss es echt immer wieder sagen. Die besten Grafik-Adventure sind und waren von LucasArts. Gut, was lässt sich noch darüber erzählen? Entwickelt wurde es von Chuck Productions. Chuck Productions kennt jeder, ne?
Ah, das sind die Leute, die nie aufgehört haben, an die Zukunft des Adventure-Spiels zu glauben. Bin ich auch froh darüber, dass es noch solche Leute gibt und solche Entwickler. Weil das sind wirklich einer der schönsten Spiele, sind immer noch Grafik-Adventure. Ich freue mich jetzt schon auf die HD-Version von Grim Fandango, weil das Spiel habe ich auch gefressen. Da freue ich mich richtig auf die HD-Version. Hoffentlich mal mit besserer Steuerung, nicht wie im Originalen. Ja, Patrimonium ist natürlich völlig und total kostenlos und umsonst. Bam! Download-Link unten in der Beschreibung. Wer spielen will, unten downloaden. Ne Daumen nach oben, ne? Download-Link unten. Oder Daumen nach unten. So, Patrimonium, Patrimonium. Ihr fragt euch bestimmt, was Patrimonium bedeutet, oder? Soll ich es euch verraten? Das übersteigt jetzt bestimmt euren Dialekt. Also Patrimonium bedeutet, kommt aus dem lateinischen pater oder vater. Die Substantivierung, Endung, monium, geht auf einen indogermanischen Stamm zurück. Die Moni hießen. Bei ihnen war die Bedeutung Erinnerung oder Ermahnung. Nein, ich habe das nicht abgelesen. Nein, 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 das habe ich hier aus dem Kopf, aus dem Kopf, aus dem Kopf. So, gut, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Und dann sage ich mal, wie immer, Prost. Viel Spaß beim Spielen dieser Spiele. Sie sind wirklich sehr schön. Und dann, wie immer, Freunde, abschalten. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Ciao.